Hallo, hier ist Astrowecker Kammerkunst. Ja, man kann. Eine Zuschauerin aus England fragte, was sie denn tun könnte, um ihre Sorgen über Merkur rückläufig ein bisschen zu mindern. Ja, da habe ich ihr geschrieben, dass ja, man einfach nur wissen muss, dass die Kommunikation in diesen 3 Wochen, wo Merkur rückläufig ist, immer mehrere Schichten hat. Es ist also normal, dass man wieder zurückgeht zum selben Kommunikationspunkt und nochmal nachfragt und sozusagen rausfindet, worin das Missverständnis bestanden hat. Außerdem sind alle Kommunikationsangelegenheiten, die irgendwas mit zurück zu tun haben, also Recherche zum Beispiel, also haben einen wunderbaren Rückenwind oder sozusagen sich vorzubereiten auf die Steuererklärung für nächstes Jahr und alle Bücher zu ordnen. Alles, was mit Ordnen und nochmal zugucken, was an Geschriebenem da ist, zu tun hat, ist jetzt das, was am meisten Rückenwind hat. Und bei allen anderen Sachen sozusagen, da tut es einfach gut, im Hinterkopf zu haben, wenn man sich missversteht oder wenn man etwas unterschrieben hat, was man dann doch nicht so meinte oder so, dann sozusagen ist der Schritt zurück nicht mehr so schmerzhaft, wenn man vorher weiß, ja, das ist jetzt so gemeint und vielleicht unterschreibt man wirklich den Handyvertrag nicht innerhalb dieser 3 Wochen, sondern wartet noch aufs bessere Angebot irgendwann. Ja, viele Grüße aus Bonn, bis zum nächsten Video.